Eines der wohl schönsten Instrumente, die es gibt, die menschliche Stimme, lockte viele Musikbegeisterte nach St. Michael ins Volkshaus, um den Klängen eines seit 20 Jahren bestehenden Vokalensembles zu lauschen. Vokalensemble mittendrin, was verbirgt sich hinter diesem Ensemble? Also hallo erstmal. Also das Vokalensemble mittendrin ist eben mittlerweile vor 20 Jahren, 1996, ja genau, gegründet worden. Also das war damals noch von Maya Doni und ich habe das Ensemble mittlerweile seit 2011 und wir singen heute ein Programm, das nennt sich Chronicles of Music. Wir starten 1960 und hören in der Jetztzeit auf. Wir singen von Hit the Road Jack bis Eye of the Tiger, Queen, Michael Jackson und enden schließlich bei Burani mit Auf uns. Diesen Chor gibt es jetzt schon seit 20 Jahren. Sie sind einer der Gründungsmitglieder. Wie ist der entstanden? Ja, es war interessant. Es war eine kleine Geburtstagsfeier. Da waren wir 5, 6 Personen. Der Chorleiter hat mit der Gitarre gespielt, wir haben ein paar Lieder gesungen und dann hat er gefragt, machen wir jetzt einen Chor? Ein paar Monate später ist der Chor entstanden und er hat sich dann rapide weiterentwickelt und nach ein paar Monaten waren wir dann schon über 20 Leute. Was ist so dieses Außergewöhnliche dieses Chors? Das Außergewöhnliche ist, dass wir alle sehr, sehr gerne singen. Wir haben in allen Gesangsstimmen eine richtige Mischung gehabt und wir haben immer sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben einmal im Jahr, treffen wir uns immer abseits von St. Michael, wo unser Probenlokal ist. Und da gibt es 3 Tage Proben fürs nächste Konzert. Und das Schöne dabei ist, dass wir eben immer sehr, sehr viel Spaß haben und dass es ganz einfach toll lustig ist. Ein Streifzug durch die Musikgeschichte und mittendrin viele Ohrwürmer, die bereits seit vielen Jahrzehnten begeistern. Mittendrin, ein Name, wie ist es dazu gekommen, warum mittendrin? Eine Geschichte gibt es keine, aber mittendrin leitet sich vielleicht, oder wir haben diesen Namen deswegen gefunden, weil wir Musikgattungen anbieten, wo für jeden etwas dabei ist. Pop, Rock, Gospels, Spirituals und das ist die Musik, die zu uns passt und da glauben wir auch, dass wir die Menschen damit ansprechen können. Und gemischter Haufen, aber sehr motiviert und mit Energie auf der Bühne und das macht das Ensemble schließlich aus. Rein Hobby, was für Voraussetzungen braucht man, um bei so einem Ensemble zu singen? Also bei diesem Ensemble ist es schon gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit, wenn man selten singt, da wird es ein bisschen schwierig, weil die Arrangements relativ anspruchsvoll sind, aber Freude am Musizieren, gesunde Stimme und der Wille und dann geht es meistens schon. Und dass es ihnen Freude machte, spürte man an der Begeisterung, mit der die Mitglieder des Ensembles auf der Bühne standen. Yeah.
Am Samstag, dem 22. Oktober, lud die SPÖ-Ortsorganisation unter Karl Fadinger zum traditionellen Tagesausflug als Dank für die Mitarbeit im letzten Jahr. Mit insgesamt 23 Teilnehmern fuhr man um 7.30 Uhr vom Bahnhof St. Michael in Richtung Deutsch-Feistritz ab. Die erste Station führte ins Sensenmuseum. Nach kurzer Einleitung in die Geschichte folgte eine Führung durch das alte, aber funktionstüchtige Werk. Dort wurde das Handwerk zur Herstellung einer Sense näher gebracht. Anschließenden Kaffeepause ging es zum Mittagessen. Am Nachmittag standen zwei Programme zur Auswahl. Ein Ausflug auf die Riegersburg oder ein Besuch in der Schokoladenmanufaktur Zotter. Die Führung durch das Zotterwerk war eine Genussreise durch die Schokoladenwelt. Aber auch die Besucher auf der Riegersburg kamen auf ihre Kosten. Als Abschluss war noch ein Einkehrschwung zur Stärkung und Plauderei in der Busschank eingeplant. Erschöpft und zufrieden kehrten alle Teilnehmer zum Bahnhof St. Michael zurück. Am 31. Oktober trafen zahlreiche Ehrenformationen von Vereinen, Bundesheer und Bürgern zum Todengedenken beim Soldatenmahnmal ein, musikalisch begleitet von der Marktmusikkapelle und dem Männergesangsverein von St. Michael. Nach Worten zum Totengedenken durch Bataillonskommandanten des Jägerbataillon 18, durch Oberst Karl-Heinz Datschel und der Segnung der Gedenktafeln durch Pfarrer Magister Martin Schönberger wurden die Grenze niedergelegt. Heute des ewigen Friedens erfahren in deinem Reich, lass sie auf ewig bei dir glücklich sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Thank you.
Anschließend marschierte man zur Sternath Siedlung, wo Bürgermeister Karl Fadinger eine Ansprache zum Totengedenken und 100 Jahre Annaberg-Denkmal hielt. Zum üblichen Ablauf dieser würdigen Feier gibt es heuer 2016 eine Besonderheit. Nämlich unser Annaberg-Denkmal. Wir haben es jetzt alle im Blick. Dieser Platz wurde hervorragend ausgewählt, muss ich sagen. Was ist das Besondere? Das Annaberg-Denkmal hat Geburtstag. Es ist 100 Jahre alt. Würdevoll steht es vor uns am Annaberg, 26 Meter hoch, beleuchtet, wirkt monumental aus Stein und Beton. Im würdevollen Rahmen traf man danach beim Soldatenfriedhof ein, wo die Segnung und die Kranzniederlegung der Marktgemeinde und des Schwarzen Kreuzes vollzogen wurde. Es war auch 100 Jahre Annaberg-Denkmal im Gespräch, also wurde geehrt. Deine Meinung, wie wichtig ist das für diese Gemeinde hier? Ja, ich denke, man sollte generell Traditionen pflegen, und was die 100 Jahre Annaberg betrifft, ich habe mir erlaubt, das in meiner Rede zu erwähnen. Heute sehe ich es als touristisches Mahnmal, aber ein Mahnmal hat auch eine Botschaft, nämlich die, dass so etwas wie diese beiden Kriege nie mehr vorkommen soll. Also darum gilt auch die Botschaft, nie wieder Krieg, Frieden über alle Grenzen und Friede für die ganze Welt. Der Nationalfeiertag hat im Stift Rhein ein besonderes Gepräge. Am 26. Oktober 1129 starb der Stifter Leopold der Starke aus dem Traungauer Geschlecht in Steyr. Die Steiermark verdankt ihm den Namen. Aus der Mark der Herren von Steyr wurde die Steiermark. Pater August Janisch zur Feier des Tages. Also ich muss sagen, das Herz an dem Tag schlägt recht kräftig. Wir sind alle sehr, sehr glücklich und voll Freude erfüllt. Wir haben vor 10 Jahren das Grab unseres Stifters gefunden, dieses Markgraf Leopold. Der hat unserem Land einen Namen gegeben, dieser Herr aus Steyr. Und daraus ist dann die Steiermark geworden. Und nachdem wir das Grab gefunden haben bei uns, haben wir gesagt, das müssen wir feiern. Und noch dazu stirbt er am 26. Oktober 1129. Und seitdem 10 Jahre feiern wir einfach diesen Nationalfeiertag ganz, ganz besonders und auch heuer jetzt. Bevor die Klangwolke zu Ehren von Markgraf Leopold erklang, wurde die Heilige Messe mit Bischofvikar Hermann Klettler gefeiert. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen, so eine Klangwolke, wie da heute im Stift Rhein für die Blasmusik? Für die Blasmusik gibt es eine lange Tradition in der Verbindung zwischen Kirche, Blasmusik, und insofern ist diese Veranstaltung, wo wir immer einen ganzen Blasmusikbezirk seitens der Steiermark hier nach Rhein her sozusagen entsenden, eine ganz, ganz wichtige Sache. Musik.
Bezirkskapellmeister war es mir eine große Ehre, dass Sie heute im Stiftrain dieses Werk von Professor Paulingbauer, den Markgraf Leopold, aufführen dürften mit knapp 140 Musikerinnen und Musikern aus unserem Bezirk. Ja, es waren 5 Musikvereine dabei und es war, wie gesagt, uns eine große Ehre und eine große Freude, dass wir heute hier musizieren durften. Der Markgraf Leopold besteht aus 6 Teilen, komponiert vor 10 Jahren und alle Jahre interpretiert dieses Werk ein anderer Musikbezirk. Und heuer hat sich der Musikbezirk Leon beworben und ist vom Landesverband genehmigt geworden. Ja, und heute haben wir das aufführen können. Anschließend gab es im Innenhof des Stiftes noch weitere Darbietungen der Blaskapellen. Das Leopoldi-Brot und die Klostersuppe wurden im Stiftshof an die anwesenden Gäste ausgegeben. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. In knapp 2 Monaten beginnen die Augen der Kinder unterm Weihnachtsbaum wieder zu leuchten, wenn das Christkind ihnen Geschenke bringt. Der Adventmarkt der Marktgemeinde St. Michael läutet diese wunderbare Weihnachtszeit am 26. November ein. Genussreiches aus der Region, wärmender Glühwein und ein gemütliches Plauscherl bei Lebkuchen und Zimtsternen. Das Kulturreferat und die Marktgemeinde St. Michael freut sich auf Ihr Kommen zu Advent im Dorf am 26. November. Was braucht es im Leben, um glücklich zu sein? Was ist Glück und wie können wir es beeinflussen? Und wie kann man Glück vermehren? Die klinische Gesundheitspsychologin Magister Gudrun Bichler und das Kulturreferat St. Michael laden zu einem interaktiven Vortrag über die eigenen Möglichkeiten für ein glückliches Leben. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise in unser Gehirn und um die Welt der Emotionen und finden Sie Ihre eigenen Impulse für Lebensfreude und Leichtigkeit am 23. November im Sitzungssaal der Marktgemeinde St. Michael. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hallo und grüß Gott bei unserer Serie Mehr Wissen mit Recht. Mitte des Jahres 2014 hat es zahlreiche Erweiterungen und Neuregelungen des bisher gültigen Verbraucherschutzes gegeben. Magister Andreas Huber von der Grazer Rechtsanwaltskanzlei Aspida ist ein Kenner dieser Materie. Herr Magister, was ändert sich dadurch nun für Konsumenten und wo hat man jetzt mehr Rechte als früher?
vorauszuschicken ist, dass auf der Grundlage des bisherigen Konsumentenschutzrechts schon zahlreiche Vorsorgemaßnahmen getroffen waren, um zu verhindern, dass ein Verbraucher, der kurz einmal unachtsam ist, von findigen oder teils leider unseriösen Unternehmen übervorteilt werden kann. Auf EU-rechtlicher Grundlage wurde nun jedoch die Rechtsposition von Konsumenten gerade für solche Verträge gestärkt, die im Onlinehandel bzw. außerhalb eines üblichen Geschäftsraumes abgeschlossen worden sind. Auch bisher war man zum Beispiel schon berechtigt, von Verträgen, die als sogenanntes Haustürgeschäft abgeschlossen waren, innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. Das hat typischerweise den Vertreter für Staubsauger oder Telefontarife betroffen, der durch Wohnsiedlungen gegangen ist und unvorbereiteten Personen etwas aufgeschwatzt hat. Inwiefern kann sich ein Verbraucher nach den neuen Bestimmungen ab sofort auch von Vertragsbeziehungen wieder lösen, die über Onlineshops eingegangen worden sind? Bereits in der Vergangenheit haben die meisten seriösen Webshop-Betreiber Rücktrittsmöglichkeiten gewährt, allerdings war das auf freiwilliger Basis. Jetzt ist seit der Novellierung vor allem auch für den Onlinehandel verpflichtend, dass man pauschal, sofern der Kunde innerhalb von 14 Tagen sogar ohne irgendeinen Grund zurücktreten will, dies akzeptieren muss. Weiters wird auch abverlangt, dass dem Konsumenten bereits vor dem Vertragsabschluss umfangreiche Informationen zur Verfügung gestellt werden, was sich zum Beispiel auf etwaige Versandkosten für den Fall der Rücksendung bezieht, aber in erster Linie auch die Belehrung über eben diese Rücktrittsmöglichkeiten selbst betrifft. Wird diese nämlich nicht erteilt, so beträgt diese Frist für die Vertragsauflösung nicht bloß 14 Tage, sondern beginnt überhaupt erst nach einem Jahr für die Dauer von 14 Tagen zu laufen, sodass sich der Kunde in Wahrheit sehr lange überlegen kann, ob er den Vertrag vielleicht wieder loswerden möchte. In welcher Form konkret hat in einem solchen Fall dann durch den Kunden der Rücktritt vom Vertrag bekannt gegeben zu werden? Ja, von vornherein wird dem Unternehmer schon die Pflicht auferlegt, dem Konsumenten ein Musterwiderrufsformular zukommen zu lassen, um den Vorgang leicht verständlich und transparent zu machen. Tatsächlich muss dieses Formular für die Rücktrittserklärung aber dann nicht zwingend verwendet werden, sodass es völlig ausreichend ist, wenn der Verbraucher seinen Wunsch, innerhalb der Frist vom Vertrag zurückzutreten, mit Telefon, E-Mail-Nachricht, per Fax oder auch am Postweg bekannt gibt. Irgendein Grund dafür, wie etwa zum Beispiel die Mangelhaftigkeit der Ware oder das Auftreten eines Irrtums, muss nicht bekannt gegeben werden. Muss der Konsument dann im Rahmen der Rückerstattung des Kaufpreises irgendwelche Abzüge oder Ähnliches hinnehmen? Grundsätzlich ist vom Unternehmen nach einer Rücktrittserklärung der volle Betrag zurückzubezahlen. Der Verbraucher ist aber insoweit vorleistungspflichtig, als zunächst einmal die Rücksendung der Warenlieferung veranlasst werden muss. Sobald diese dann beim Unternehmen angekommen ist oder zumindest vom Konsumenten ein Versandnachweis beigebracht werden kann, ist dann der Kaufpreis zurückzuzahlen. Zulässig ist es aber, wenn der Kunde darüber zumindest vor Vertragsabschluss belehrt worden ist, dass dieser die Kosten für die Rücksendung selbst zu tragen hat. Herr Magister, ich danke für das Gespräch. Wenn auch Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie Ihre Anfrage direkt an die Kanzlei Aspida entweder telefonisch unter 0316 922 933 oder per E-Mail an office@aspida.at richten. So viel zum Thema Verbraucherschutz. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.